Kahn, Traumschiff von gediegener Wertarbeit, vor 50 Jahren in der DDR gebaut. Der Weg gesäumt von Bildern, die Sibirien malt. Am nächsten Morgen fliegender Wechsel während der Fahrt. Ein Kutter bringt neue Passagiere. Wir steigen um auf den Weg zu den Ureinwohnern. Aus der Sicht einfacher Reisender ist die Matrossow ein Luxusdampfer, auf dem man gerne weitergefahren wäre. Flussaufwärts auf einem Nebenfluss zu den Keten, die einst mit anderen Naturvölkern die Herren im Lande waren. Im letzten Jahrhundert überfiel die sowjetische Ordnung die Ureinwohner. Zwangsansiedlung in Dörfern wie Sorgutica. Schon wenige Kilometer weiter beginnt die Wildnis. Igor ist aus dem Dorf geflüchtet, weil er so leben will wie früher. Den Einbaum, seit Urzeiten von den Keten als Boot benutzt, hat er eigenhändig aus einem Baumstamm gehauen. Und keiner weit und breit ist so alt wie Vater Jakob, das Familienoberhaupt. Er erinnert sich noch, wie das Leben war, bevor ihnen sowjetische Gesetze aufgezwungen wurden. Für den Enkel eine ferne Welt. Wir lebten völlig frei. Wir wurden in Ruhe gelassen. Und keiner hat uns beleidigt. So war das Leben früher. Wir wurden frei geboren und lebten in Freiheit. Im Sommer Fischfang, im Winter Jagd auf Zobel, deren Felle sie verkaufen. Das ist jetzt wieder ihr Lebensrhythmus. Die Tragödie des Ketenvolkes vollzog sich in schnellen Schritten. Erst wurden sie gezwungen, in der sowjetischen Landwirtschaft zu arbeiten, in Sowjosen, dann der Zusammenbruch der Sowjetunion. Arbeitslos die meisten und das frühere Leben vergessen. Die Sprache der Keten beherrschen nur wenige. Für meinen Enkel ist das eine dunkle Nacht. Die meisten Kinder kennen nicht mehr die Sprache der Vorfahren. Selbst die Eltern sprechen nicht mehr in der Ketensprache. Sie benutzen nur noch ein paar Brocken. Aber er, mein Enkel, weiß überhaupt nichts mehr. Unser Volk wird kleiner. Bald wird es gar keine Menschen aus unserem Volk mehr geben. Von unserem Volk wird nur bleiben, was in Büchern geschrieben wurde. Unser Volk, sagt der Alte noch, verschwindet im Nebel der Geschichte. Die traurige Poesie einer untergehenden Welt. Auf dem Weg dorthin, wo die Sonne im Sommer nicht unter den Horizont sinkt, wo im Winter klirrende Kälte herrscht. Die Eisfischer auf dem Jenissee. Der kalten Stürme wegen gehört eine Hütte zur Ausrüstung. Es ist der Tag der Armee, ein Feiertag. Wir treffen Grigori. Heute ist Feiertag, warum sind Sie auf dem Eis? Ein Feiertag? Es ist ein schöner Tag.
Und hier auf dem Fluss ist auch Feiertagsstimmung. Und, beißen die Fische? Oh, bisher noch nicht so toll, nur ganz kleine. Gegen die Kälte ein Ofen in der Hütte. Die lebenden Köder für den Angelhaken sind fast so groß wie die erbeuteten Fische. Grigori ist vor 10 Jahren in den Süden gegangen und kehrte zurück. Anderswo sei es auch nicht besser, nur vielleicht weniger kalt. Die Freuden der sibirischen Männer im Winter. Grigori lebt bescheiden. Einen Motorschlitten kann er sich nicht leisten. Aber er hat Voronin, auf Deutsch Rabe, der ihm abends den Schlitten nach Hause zieht. Wie man im Russischen sagt, besser einen Hund als Freund, als wenn der Freund ein Hund ist. Seine Siedlung Turochansk grüßt mit der Fahne vom Heizwerk. 8 Monate Winter. Das Heizwerk ist das gehegte Herzstück der Siedlung. Schon in Zarenzeiten Verbannungsort für Revolutionäre, weshalb die Kommunisten ein Museum für ihre Helden bauten. Vor einigen Jahren wurde eine neue Vitrine aufgestellt. Sie erinnert an ein Wahnsinnsprojekt Stalins, der Bau einer Eisenbahn entlang dem Polarkreis, die Sibirien erschließen sollte. Die Hölle des Gulag. Ein Arbeitstag von 12 Stunden. Kälte bis zu 50 Grad minus und mehr. Im Sommer die Mückenplage, die schlimmer war als der Frost im Winter. Von der Hölle Stalins erzählen heute die Ruinen. Die Sträflinge, die im Sommer 1949 als Erste hierher gebracht wurden, bauten zunächst die Baracken. Foltern und Qualen. Die Toten wurden in Massengräbern verscharrt. Hungerrationen und ein Arsenal von Strafen. Im Winter nass in der Kälte stehen, im Sommer gefesselt den Mücken ausgesetzt. Endstation Jenissee. Ein Heer von über 200.000 Häftlingen kam zum Einsatz. Die Lokomotive gestrandet im Schnee, ein grausamer Irrweg durch den Norden Sibiriens. Genau weiß auch heute keiner, wie viele von den Häftlingen ums Leben kamen. Der Jenissee im Spiel der Jahreszeiten. Wenn im Süden längst schon flimmernde Hitze herrscht, regiert im Norden noch König Winter. Die Wende kommt Ende Mai, Anfang Juni und beginnt mit Getöse. Ein einsames Haus, in dem der Fischer Nikolai Schadrin wohnt, allein auf einer Insel im Jenissee. Am Ufer der Ort, wo er Gänse jagt. Aber der Eisgang heute das schönste Schauspiel des Jahres. Vor einer Woche war hier noch tiefer Winter. Morgen beginnt der Sommer. Manchmal verkeilen sich die Schollen. Dann steigt der Fluss über die Ufer und reißt fort, was ihm im Wege ist. Nikolai hat schon vielen Hochwassern standgehalten. Das letzte war vor 2 Jahren. So hoch, zeigt er, ist das Wasser gestiegen.
Nikolai liebt Ordnung und die Einsamkeit. Hier mit einem Menschen zusammen zu sein, der dieses Leben nicht kennt, der die Arbeit nicht liebt, wozu brauche ich das? Da ist es besser, wenn ich alleine bin. Und der Hund? Den Hund brauche ich für die Seele, um mit ihm zu sprechen, ihn zu streicheln oder mit ihm zu schimpfen. Nikolai Schadrin braucht keine anderen Menschen. Doch der Abschied fiel ihm dennoch schwer. Vor 11 Jahren wurde er arbeitslos und hat sich hier eine eigene Welt gebaut. Eine Woche später hat sich der Jenissee vom Eis befreit. Der Fluss als Bühne für die Spiele von Mensch und Natur. Lastschiffe auf dem Weg nach Norden bringen schon Kohle für den nächsten Winter. Das Sibirien der Sträflinge und Verbannten, für manche gab es nie mehr ein Zurück. Er war 12, als Hitlers Wehrmacht die Sowjetunion überfiel und Stalin die Wolga-Deutschen in die Verbannung schickte. Auch seine Frau Lydia kam als kleines Kind hierher. Was ihr blieb, ist das alte Gebetsbuch. Lass dich, Herr Jesu Christ, durch mein Gebet bewegen. Komm in mein Herz und Haus und bringe mir den Segen. Nichts richtet Mäh und Kunft und deine Hilfe aus. Wo du mit Gnaden bist, kommt Segen in das Haus. Wie lange leben Sie schon hier? Das können Sie ausrechnen, seit 1942. Wie war das damals? Wir lebten an der Wolga. Als der Krieg begann, hat man uns hierher gebracht. Faschisten wurden sie genannt und lebten in bitterer Not. Wie oft hat meine Mutter geweint? Sie sagte dann, oh Gott, wohin hat man uns gebracht? Ans Ende der Welt, an einen Ort des Todes. 10 Familien lebten in einer Hütte. Man schlief auf dem Boden und nichts zu essen. Aber ich weiß, dass Mutter oft geweint hat. Alle haben geweint.